Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das Versteck auszuräumen, anzunehmen bei Azevit Waffentruhe in Nasyatar an dieser Position. Vorquest ist, lasst euch von den Rückständen leiten. Zeige ich ihm noch ein bisschen die Gegend, damit ihr die Quest findet, solltet ihr sie aus den Augen verloren haben. Hier auch die Map. Da hinten sieht man diesen Weg. Das ist hier normalerweise. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme jetzt mal die Quest an. Nun heißt es Aschenwinds Truppen besiegt. Dazu darf man in diese Höhle gleich daneben laufen. Hier darf man, falls man will, so ein Azevit-Speer, Azevit-Dreizack looten. Ich nehme an, Kolben, Dreizack, Kolben. Ich nehme mal einen Kolben. Und ich weiß jetzt nicht, was es bringt. Auf jeden Fall schimmert es nicht mehr. Vermutlich gibt es einen Buff. Da sieht man es: Azevit-Waffen. Schaden erhöht und erblittener Schaden verringert. Ich nehme mal an, es ist egal, was man da lootet. Ob Speer oder Dreizack oder Kolben. Was macht der Mob da? Hier gestanden. Hallo. Gleich wieder was geldet. Aber das ist schon angeschlagen. Sehr gut. Ich kämpfe mal weiter. Wie man sieht, halten die nicht besonders viel aus. Gibt, soweit ich weiß, nur ein gefährlicher Mob hier in dieser Höhle. Das ist diese Elite. Jetzt kommen diese Mobs, das sind alles keine Elite. Haue sie möglichst schnell um. Laufe aus den Flächen hinaus. Nun kommt der Velite. Und ich glaube, der hat was, was man unbedingt unterbrechen musste. Das war jetzt nicht das. Genau, Umarmung des Ozeans. Weil dadurch bekommt sie ein Schild, wo der Schaden um 75% verringert ist. Und sich dadurch der... Und sich dadurch der Kampf hinauszögert. Blitzschlag ist mir egal. Eiserblitz ist mir auch egal. Umarmung unterbrochen. So, jetzt bekommt sie nochmal Schaden. Unterbrechen hat noch Cooldown. Da muss ich gar nicht schauen. Cooldown weg. Sie castet es noch nicht. Ich warte auf die Umarmung. Okay, sie hat es nicht mehr gecastet. Lass mich ja nicht zurück! Wir hatten eine Abmachung! Nun kann man hier noch ein bisschen zuschauen. Die Priscilla Aschenwind darf man nicht angreifen. Bei der Quest heißt es ja auch, kehrt zu Lady Jane Abwachner in Mesamer zurück. Laufe also aus dieser Höhle hinaus. Und nutze dann meine Pfeife des Flugmeisters. Solltet ihr in diesem Gebiet noch nicht nutzen können, liegt es daran, dass man eine Vorquest-Reihe machen muss. Wenn ihr bei YouTube nach Nasyatar Pfeife des Flugmeisters freischalten eingebt, dann werdet ihr ein Video von mir finden, wo ich zeige, wo diese Quest-Reihe beginnt und was da zu tun ist. So, was begehrt ihr Quest ist abzugeben bei Lady Jane Abwachtner in Nasyatar an dieser Position.
Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao.